Es ist die neue und grausige Normalität in New York. Leichen werden per Gabelstapler in Kühllaster gehievt. 80 weitere Trucks hat der Katastrophenschutz jetzt in die Stadt geschickt. Dort, wo sonst die US Open stattfinden, entsteht ein Feldlazarett. Zelte als Nothilfekliniken. Und der Präsident redet nichts mehr schön. Ich rufe alle Bürger auf, Opfer zu bringen. Es erwarten uns zwei sehr, sehr schmerzhafte Wochen. Amerika hält den Atem an, auch was das Schicksal der USS Roosevelt angeht. Mehr als 100 Soldaten sind erkrankt, die Zahlen steigen rasch. 4000 sind an Bord. Der Captain will den Flugzeugträger evakuieren lassen. Gegen alle militärischen Richtlinien verstoßen, veröffentlicht er ein Schreiben an das Verteidigungsministerium. Wir sind nicht im Krieg, meine Soldaten sollten nicht sterben müssen. Wir bringen jede Menge Unterstützung zum Schiff, auch medizinische Hilfe ist auf dem Weg, sagt der Verteidigungsminister ausweichend. Besonders dramatisch entwickelt sich US-weit auch die Lage in Alters- und Pflegeheimen, Abertausende Erkrankte, Massenevakuierungen und dort, wo das Virus noch nicht gewütet hat, absolutes Kontaktverbot für Angehörige. Ich wünschte, ich könnte bei dir sein. Ja, bald, sagt die Tochter, wenn das Ganze vorbei ist. Ein Kuss auf die Fensterscheibe. Das ist alles, was momentan bleibt.